A&P Advanced Nurse Practice präsentiert von Anna, Patrick, Stefanie. Aufgrund der demografischen und epidemiologischen Entwicklungen steht in vielen Ländern dieser Welt ein Umbruch in der Gesundheitsversorgung bevor. Es wird eine massive Zunahme von chronischen Erkrankungen und Polymorbidität erwartet, dem durch eine Neuausrichtung unserer Gesundheitssysteme begegnet werden muss. Um diesen Wandel gut bewältigen zu können, wurde die Pflegeausbildung in Österreich komplett neu aufgestellt und reformiert. Gerade im klinischen Bereich wurden mehrere neue Berufsbilder generiert. Eine der größten Veränderungen war die Akademisierung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und somit der Bachelorabschluss der Absolventen. Als weiterer Karrieresprung, aber auch als Chance für das Gesundheitssystem daraus, leitete sich die AP an ab. Eine Pflegeexpertin AP an ist eine Pflegefachperson, welche sich Expertenwissen, Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis angeeignet hat. Die Kompetenzen werden vom Kontext und/oder den Bedingungen des jeweiligen Landes geprägt, in dem sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Im Jänner 2024 wurde der sogenannte Werkzeugkoffer für Advanced Practice Nurse in Österreich über die Rahmenbedingungen des Berufes über das A&P-Forum veröffentlicht. Ein auf österreichische Rahmenbedingungen ausgerichtetes, pragmatisch anwendbares Dokument, das die vielfältigen Herausforderungen bei der Etablierung von Advanced Practice Nurse und eine optimierte Versorgung der Bevölkerung zum Ziel hat. Es geht einerseits um die Implementierung, Pflegepraxis, die Pflegequalität und Management. Um als A&P die geforderten Aufgaben erfüllen zu können, ist eine gewisse Berufserfahrung und mindestens ein Masterabschluss erforderlich. Dies wurde bereits ebenfalls von Hamrick et al. 2013 beschrieben. Kernkompetenzen des Rollenbildes wurden in diesem Rahmenkonzept ebenfalls thematisiert. Beratung, kollegiale Beratungen, klinische Assessments und körperliche Untersuchungen. Behandlungsplanentwicklung. Intra- und extramorale Mitarbeit zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und Förderung der Gesamtbevölkerung. Coaching und Führung. Evidenzbasierte Praxis. Klinisches und professionelles Leadership. Interprofessionelle Zusammenarbeit, Expertise und individuelle Zusammenarbeit bei Behandlungs- und Versorgungsplänen. Ethische Entscheidungsfindung, Entwicklung von Leitlinien und Etablierung von Strukturen. Die Position im Organigramm, die Entwicklung der Rolle, eine definierte Zielgruppe, ein Kommunikationskonzept. Zum Beispiel strategische Kommunikation, transparente Prinzipien des Leitens und Führens, Unternehmensentwicklung und unterstützende Rahmenbedingungen wie ein Karrieremodell, Büroräumlichkeiten, kompetenzgerechte Entlohnung, sind wichtig für die Rollenidentifizierung. Empowerment, über die Komponenten Bedeutsamkeit, Kompetenz, Einfluss und Selbstbestimmtheit definiert, ist eines der Herzstücke des Konzeptes A&P. Hier kann eine A&P eingesetzt werden, Akutversorgung, Notaufnahmen, Intensivstationen, geriatrische Pflege, Palliativpflege, Kinder- oder Frauenheilkunde, psychische Gesundheitspflege, Versorgung von Patienten mit kognitiven Einschränkungen, zum Beispiel bei Patienten mit Demenz oder Delir, inneren Medizin, Primärversorgungseinheiten, Pflege von chronisch Kranken, Wundmanagement, Care- und Case-Management, Prävention und Gesundheitsförderung. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Angehörige der Pflegefachberufe mit spezieller Expertise durch die Übernahme und Entwicklung von erweiterten Handlungsfeldern die medizinisch-pflegerische Versorgung der Bevölkerung maßgeblich verbessern können. Hallo Andi, was genau macht ein A&P? A&P oder APN ist eine Pflegeperson, die sich
für eine spezielle Patientinnengruppe oder für ein spezielles Fachthema spezialisiert hat und da von pflegerischer Seite die Expertise und Fachwissen sozusagen reinbringt. In meinem Fall habe ich mich spezialisiert auf die Patientinnen der Alterstraumatologie, das heißt der Patient oder die Patientin in der Unfallchirurgie oder Orthogeriatrie mit all den Komorbiditäten, Nebenerkrankungen, die diese Patientengruppe oft leider schon mitbringt ins Krankenhaus. Ich bin dafür verantwortlich, von pflegerischer Seite diese Patientinnen gut durch den stationären Aufenthalt durchzubegleiten, bin im regelmäßigen Austausch mit dem interprofessionellen Team, das heißt Gerater, Geraterin, die Physiotherapie, das Entlastungsmanagement, aber auch die Mediziner der OT. Bin in der Verantwortung auch gemeinsam mit der Managementleitung die Station fachlicherseits zu führen, das heißt Mitarbeiterschulungen, Mitarbeiterentwicklungen, biete Fortbildungen an zu spezifischen Themen und bin somit involviert sozusagen, um die Evidenz der Pflege in die Praxis zu bringen. Lisa, warum bist du gerne AP? Ja, hallo. Und zwar, ich bin die Lisa und ich bin APN Family Nurse und mein Aufgabenfeld ist einfach die familienzentrierte Pflege. Und ich bin gern APN, weil APN sind alle meine Leidenschaften in der Pflege miteinander verbindet. Und zwar einerseits natürlich die pflegerische Praxis in der direkten Begleitung von Familien in ganz herausfordernden Situationen. Dann natürlich auch die Pflegewissenschaft, wo man einfach gerade für das evidenzbasierte Arbeiten viel recherchieren kann, sehr selbstständig arbeiten kann in dem Bereich und auch selber gut noch recherchieren kann. Und dann natürlich auch noch die Pflegepädagogik, wo man einfach gerade im Team gemeinsam sein Wissen erarbeiten kann und gemeinsam Wissen weiterentwickeln kann. Und das Ganze ist natürlich ein Arbeitsfeld, wo man ja sehr selbstständig arbeiten kann, sehr selbstbestimmt arbeiten kann und was einfach richtig viel Spaß macht. Du hast bereits einen Masterabschluss und erfüllst alle Kriterien, die ein ANP braucht. Andi und Lisa haben sich bereits für uns entschieden. Komm auch du in unser Team. We are hiring!